Ja, liebe Leute, ihr seht richtig. Herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator 21. Ja, der Hotfix ist leider noch nicht da. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was ich meine. Mit der letzten Mission, wir haben sie eigentlich abgeschlossen in Angel Shores. Wir sind eigentlich komplett durch mit der Map. Warum auch immer der die Mission nicht übernommen hat, ich habe den Support angeschrieben. Habe auch eine Antwort bekommen, dass es halt bekannt ist, dass bei der Mission Perfektion einige Sachen noch nicht ganz richtig gemacht sind. Es sind mittlerweile einige neue Bugs aufgetreten, bezüglich zum Beispiel den Level 0 Bug. Also alle Stadtteile sind auf 0 zurückgesetzt, obwohl die eigentlich schon hochgesetzt sind. Ich lasse kurz die Katze raus, bitte, wieder da. So, gut, also, wie gesagt, der Hotfix ist leider so. Ich hoffe, dass alles soweit wieder okay ist. Aber wir starten heute, ich habe jetzt keine Lust länger zu warten, wir starten heute mit dem zweiten Teil, also der zweiten Map. Und die heißt Seaside Valley. Genau, Seaside Valley heißt die nächste Karte. Angel Shores haben wir ja schon erledigt. Und ja, jetzt geht's endlich nach Europa. Die Map, die wir ja aus dem Bus Simulator 80 kennen. Ein bisschen überarbeitet. Ich bin gespannt, wie es läuft, wie es wirkt. Freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja. Genau. Diesmal ist es ein bisschen was anderes. Andere Verkehrsregeln. Kreuzung geht rechts vor links. An der Runde muss immer anhalten. Shifter kann sie geben, die Höchstgeschwindigkeit an. Und ETC. Also wir lernen aber jetzt erstmal. So, was haben wir denn damals angefangen? Wir werden die Einstellung übernehmen, behalten. Klar. Und ich heiße so. Genau, ich werde meine Firma Kevs Busfirma nehmen. Ich werde kurz hier ein bisschen splitten, weil ganz kurz meine E-Mail-Adresse angezeigt wird und das ist nicht so gut, dass man die sieht im Video. Ja, ich wollte es mit überschreiben, aber es wäre geklaut. Deswegen nehmen wir es so. Tutorial brauchen wir nicht. Setbox-Modus, also Setbox-Modus brauchen wir jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Starten wir rein in die Map. Und Tutorial starten. Okay, so. Und dann starten wir. Los geht's. Mit Seaside Valley. So. Ja, willkommen in Seaside Valley. Willkommen zurück in Seaside Valley, der mitteleuropäischen Stadt. Die mitteleuropäische Stadt ist ein Fanlieber und der E-Bus und der Bus-Enthusiasten. Er lebt das ländliche Dorf auf Sonnstein. Da rein ist in die. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Tauche ein in das industrielle Treiben am Hafen. Fahre den internationalen Flughafen an. Genieße die herrliche Stadt Kerstadt und entdecke das lebendige Stadtzentrum von Seaside Valley selbst. Denk dran, dich jederzeit an die lokalen Verkehrswege zu halten, denn dein neues Unternehmen, eigentlich heißt es richtig, ein Erfolg. Dieses kulturreiche und vielseitige Gebiet benötigt ein neues Busnetz. Mach dir also bereit. Das wird eine glatte und pünktliche Fahrt. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Okay, fahre sie bei Nacht. Was haben wir denn als erstes? Erhalte einen Zutag auf der Route zwischen Astra Promenade, Zellermann, Forschungszentrum, Nordspeicher, Südspeicher und
Stockerplatz. 130.000 auf der Hand. Fahren Route bei Nacht, passen den Bus an, erscheinen eine Route, Media Center, Astra, Grenosplatz, Westspeicher, Ausspeicher bedient. Alter, ein Zeittag auf einer Route zwischen, ach Gott, Media Center, Astra, Grenosplatz, Westspeicher, Ostspeicher. Und dann schaltet eine Route, die Südspeicher, Westspeicher, Ostspeicher und Nordspeicher bedienen. Okay. Beförderung 20 Fahrgäste auf der Route zwischen Südspeicher, Westspeicher, Ostspeicher und Nordspeicher. War das alles in einer Mission hinbekommen, weiß ich nicht. Hier, Ostspeicher, das ist das hier oben im Astra Park. Wir gucken uns die Map einfach gerade mal an. Wir haben sowieso noch nicht allzu viel. Schauen wir mal, wie wir was hinbekommen. So groß ist die Map eigentlich gar nicht. Das ist, glaube ich, ja gut, hier unten ist noch ein bisschen was. Okay, ich dachte schon, die wäre ein bisschen kleiner gewesen, aber wir haben eine Route, die vorgestellt ist, die wir uns heute als erstes mal angucken. Und die heißt natürlich Route 1. Wir haben einen Mercedes-Benz, den werden wir auf jeden Fall fahren und ich werde die Strecke... Du kommst mit oder fährst du selbst? Warte mal, ich muss kurz die Zeit vorspulen, weil wir die ja Nacht fahren müssen. Wir spulen sie einfach vor. Wir sollen sie am Dunkeln fahren, natürlich. Warte mal. Hallo? Habt ihr mal was geführt? Astra-Promenade. Ich hätte sie gerne immer nachgefahren. Hi, Chef. Möchtest du übernehmen? Ja, bitte, bitte. Ah, okay. Toll. Danke. Achso, ich sollte mal hier kurz die Tür nochmal aufmachen. Ja, es geht auf jeden Fall weiter heute mit dem Bus-Simulator. 21, jetzt geht's wieder regelmäßig 16 Uhr. Das Wachstum meines Busunternehmens. Und ich freue mich, dass er mir wieder folgt. Oh. Liebe kleine NPCs, ihr dürft auch wieder weiterfahren. Das Ding ist natürlich jetzt erstmal nur eine Test-Variante. Ist das überhaupt die Route richtig? Ist das überhaupt die richtige Route soweit? Ist das hier das erste? Zellermann Forschungszentrum. Astra-Promenade. Grenesplatz. Stockerplatz. Südspeicher. Nordspeicher. Warte mal, Südspeicher, Nordspeicher. Zellermann. Astra-Promenade. Grenesplatz. Bin schon etwas Stockerplatz. Gut, das wäre die erste Mission, der erste Teil dieser Mission. So. Jetzt am besten mal nicht noch hier überfahren, weil wir haben nämlich noch gar nicht viel Geld. Bei der Wanderteil hatte ich ja 6,5 Millionen am Ende. Da tat das in Anführungszeichen nicht so weh. Jetzt haben wir nur 130.000. Also wir müssen uns tatsächlich jetzt so wieder so ein bisschen reinfuchsen. Und ich freue mich, dass er auch mit dem zweiten Teil dabei ist. Und ich habe gesagt, ich warte jetzt nicht mehr länger. Und, ja. Aber wir kriegen ja schon irgendwie hin. Mal gucken, wie viel Folgen wir kriegen. Jo, moinsen! Einfache Fahrt, bitte. Ja, alles klar. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Danke. Seniorenträger in der Fahrkarte. So. So, warte mal, kurz LED, letzte Haltestelle. Das war eigentlich die Anzahl, was ich sagen wollte. Werden wir den gleichen Entschuldigung fahren, wie wir auch beim in den Edge Shores gefahren sind. Heute fahren wir, wie gesagt, wir starten mit Seaside Valley. Und ich freue mich, wie gesagt, dass ihr mit dabei seid. Oh, was ist immer da? Da ist jemand eingepennt. Machen wir das doch. Habt ihr irgendwie dunkel? Ach, hier unten ist er. Ja gut, um die Uhrzeit. Wir haben... Was ist das? Da hat sich sogar noch einer vorgedrängelt. Wir werden natürlich nicht alles heute fahren. Das ist klar.
Wir werden wahrscheinlich nicht alles heute schaffen. Das ist klar. So. Ah, natürlich. Jetzt kommt natürlich jetzt noch zwei. Hauptsache, der läuft mit der Sonnenbrille rum, während es dunkel ist. Ich werde übrigens die alte Playlist weiterhin benutzen, aber werde es ist quasi ein einständiges Ding, was wir hier machen. Es wird wieder bei 1 losgehen mit dieser Folge hier. Also nicht nur auf 88, so wie ich das quasi hinten dran, sondern wir werden heute, wie gesagt, komplett neu beginnen. Erste Aufgabe geschafft. Du scheinst deinen Aufgaben zu wachsen. Du strahlst ja richtig, so wie die Männchen in dem Videospiel von meinem Neffen, wenn sie ableveln oder wie das... So, wir haben den ersten Tattoo bekommen. Wir kriegen natürlich nur Peanuts 6.700 Euro, sage ich mal, weil wir ja in Europa sind. Gut. Die Route bei Nacht haben wir geschafft. Dann gucken wir tatsächlich den nächsten Teil an. Wir fahren mal... Ich passe den mal an, eben kurz, dass wir den nächsten Teil weg haben. So, gucken wir mal. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass man sich allzu viel sieht. So, hier siehst du ein bisschen was. Innenausstattung. So, Aufgabe. Stockerplatz. Das sollte jetzt eigentlich geschafft sein. Eigentlich, du bist jetzt angepasst, oder nicht? Nee, tatsächlich nicht. Okay, irgendwas habe ich jetzt gerade... Ich habe wahrscheinlich nicht übernommen, ne? Warte mal, kurz. Das ist hier der Pizza-Bus. Nee, das ist die Pizza-Werbung. Okay, was war das hier oben? Sieht man aber nicht so... Hier sieht man sich leider nicht so richtig. Hier sieht man es ein bisschen besser. Gucken wir mal so gerade ein bisschen durch, ob wir noch welche coole Sachen haben. Aber hier gefällt mir irgendwie das besser. So. Werbung. So, Innenausstattung. Standard. Verzeichen. Annehmen. Hast du deinen Bus an, haben wir auch geschafft. So, weiter geht's heute mit dem nächsten. Da machen wir weiter. Wir müssen jetzt. Ach, wir kriegen das sogar wahrscheinlich sogar komplett alles sogar in einer Rutsche hin. Wir müssen jetzt eine Route erstellen. Eine weitere. Und zwar muss diese Route Media Center Astra. Zellermann Forschungszentrum. Astra Promenade. Grennisplatz. Wahrscheinlich ist das Media Center das hier. Media Center Astra. Media Center Astra. Gwinusplatz. Zellermann Forschungszentrum. Astra Promenade. Grennisplatz. Warte mal. Media Center Astra, Grenusplatz, Westspeicher und Ostspeicher. Fahr mal. Westspeicher, Nordspeicher, Westspeicher. Westspeicher, Ostspeicher, Ostspeicher. Grenusplatz. Und Grenusplatz. Das müsste eigentlich das sein. So, Änderung übernehmen. Dann brauchen wir noch eine weitere Route. Die soll Südspeicher, Westspeicher, einmal hier rund. Okay. Nordspeicher. Südspeicher. Ich nehme natürlich ein bisschen was mehr jetzt, um die. Media Center Astra. Nordspeicher, Westspeicher.
Ist ja letztendlich wurscht, ob wir... Warte mal, wir können das rausnehmen, oder? Zellermann, Forschungszentrum. Nö, eigentlich ist es okay. Das war die mit drin. So, dann ballern wir die mit rein. Genau. Und dann sollen wir auf den beiden Routen jeweils noch einen Zahlter kriegen, um dann die Mission abzuschließen. Alles klar. Jetzt fahren. Gut. Also wir kriegen hier, brauchen hier einen Zahltag. Letztendlich ist es ja wurscht, zu welcher Zeit wir das haben müssen. Bei der letzten ist tatsächlich nur bei der Route 3, die wir ja gerade erstellt haben, brauchen wir dann 20 Fahrgäste auf dieser Route. Mehr ist es dann eigentlich nicht. Heute brauchen wir einen Zahltag. Und dann auf der nächsten Route brauchen wir dann die 20 Fahrgäste. Und dann sind wir schon fertig mit dem ersten Teil der ersten Mission hier aus. Season Valley bei Müssen wir lauter 21. Wenn es mal jetzt irgendwann weitergeht. Hier mit den ganzen NPCs. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Was ist denn hier los? Sonst brauchen wir es natürlich nicht. Wir haben natürlich mitten in der Nacht, da ist nicht viel los. Du kannst. Achso, du willst hier. Gut, okay. Aber eigentlich kannst du hier raus, weil. Oh. Na klar, dann fahren wir doch einfach. Wenn Fußgänger kommen, können wir auch einfach rausfahren. Kommen Sie, guter Mann. Weiter geht's. Ja, Media Center Astra ist die nächste Haltestelle. Wir sind natürlich wieder unpünktlich, aber wir brauchen. Das kriegen wir heute hin. Also, ich denke. Ich hätte jetzt erwartet, dass es so viel in Anführungszeichen ist, dass wir es nicht hinkriegen, aber es kriegen wir hin. Nehmen wir die letzte Haltestelle rein. Auf die Anzeige, damit die Leute auch wissen, wo wir hinfahren. Wie gesagt, in Real Life, ich bin tatsächlich wirklich Busfahrer, auch in Real Life. Und mir ist das tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass ich es vergessen habe. Dass die Leute gesagt haben, ey, wo fährst du überhaupt hin? Ich so, ja, da und da, ich stehe da oben dran. Nee. Oh, doch nicht. Es ist mir, glaube ich, jetzt Dienstag oder sowas, Dienstag oder Mittwochmorgen passiert. Und, aber, naja, ist nicht schlimm. Passiert. Die meisten Leute wissen, wenn um die Uhrzeit der und der Bus kommt, die wissen nicht, wo die hinwollen. Gerade wenn es dann immer wieder dieselben Leute sind, immer wieder die gleichen Stammgäste sind. Und ja, dann ist es halt so schlimm. Klar, wenn du natürlich die Rush-Hour fährst und da sind immer wieder neue Leute, weil die wissen das dann nicht. Die fragen dann nach. Oh, warte mal, ich brauche ein bisschen die. Ach, hier ist die Haltestelle. Müssen wir da ein bisschen umgewöhnen. Freunde! So, Studententicket, Tageskarte und durch. Da ist gerade einer eingestiegen mit lauter Musik, aber es hat sich relativ zeitnah erledigt. Guck mal, geht es zu den USA, wo wir dann vorher gefahren sind? Lass uns rein. Wie gesagt, wir sollen natürlich jetzt erstmal diesen Zahltag hier erreichen auf dieser Route. Wenn wir den hinkriegen, dann haben wir die Aufgabe schon geschafft. Und bei der letzten Runde müssen wir dann nur die 20 Fahrgäste mitnehmen. Oh, ich habe lange darauf gewartet und habe gewartet, bis diese Hotfix endlich kam. Deswegen war auch mal so lange Ruhe jetzt hier. Aber tatsächlich, diesmal ist es. Der kam aber noch nicht. Also, wir haben ihn offiziell abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe zur letzten Folge gesehen, wir hatten eine glatte 5-Sterne-Bewertung mit 100% auf der Route.
aber es ist halt nicht genommen worden. Ist halt dann so, ärgert mich gerade so ein bisschen, weil ich hätte gerne mit euch zusammen das ganze Ding abgeschlossen, aber dann ist es halt einfach so. Kann man nicht ändern. So, nächste Haltestelle ist jetzt die Westspeiche. Wir fahren jetzt einmal hier quer durch. Ich habe noch zwei, drei Haltestellen mit dazu genommen, die... Nein, jetzt war nicht hier, sondern... Nein, ich... Oh, ist ein... So. Ab raus. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ah, das, jetzt hast du hier die gleichen Gespräche da. Okay. Ich versuche soweit wie möglich immer eine Mission pro Folge zu machen. Dass das nicht immer klappt, das ist klar. Das wird auch immer mal passieren. So. Das wird mit Fortschritt des Spiels sowieso nicht immer klappen, aber wir versuchen es soweit wie möglich hinzukriegen. Für so eine kleine Stadt hat Sonnstein wirklich viel zu tun. So, jetzt müssen wir hier warten, weil wir haben. Ich komme jetzt auch noch. Gut, die lassen uns jetzt durch. Nächste Haltestelle ist die. Sorry, ich habe ganz vergessen auszusteigen. Ah, dann machen wir es, komm. Eigentlich nicht, darf ich es nicht. Gerade weil die Haltestelle direkt da vorne im Weg ist. Aber. Im Spiel ist es doch kein Problem. So, ich spreche, ich glaube, der Zahltag sollte relativ zeitnah passen. Ah, so, ein bisschen haben wir noch. Ach, wie, ach, das läuft weiter? Ich dachte, das ist eine Mission. Das ist. Ach Gott, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie. Okay. Naja. Ich brauche eine Fahrkarte. Warte, ich gucke vielleicht hier kurz die Fahrkarte von der Tür wegbringen. Wäre doch hier wieder einer an der Tür. Hi. Boah, jetzt ist echt noch ein bisschen. Oh. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Das ist doch nicht viel auf der Route unterwegs, wahrscheinlich. So, ich sehe sonst nicht. So, der nächste Haltestelle ist die Seguinos-Platz. Hier haben wir nämlich Vorfahrt, ihr seht rechts die Schilder. Spiegelei, Eis, Vorfahrt. Jetzt mal gucken, ob da nicht irgendwer einer kommt. Nö, kommt keiner, weiter geht's. Ist zwar, glaube ich, Fernlicht, aber ist egal. Hauptsache, man sieht mal irgendwas gerade. Wie gesagt, ich war jetzt erstmal nur bewandert. Habe ich die Einstellung übernommen. Ich kann auch gleich wieder auf den Tag wechseln. Das ist kein Problem. Ja, Thema Airport. Das haben wir ja dann auch irgendwann mal. Aber das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. So, mal gucken, wenn wir Zartag. Welchen Zartag bekommen, haben wir die Mission weg und die letzte Mission ist eigentlich Peanut, weil 20 Fahrgäste, das ist eigentlich relativ zügig erledigt. So. Achso, Fahrgäste. Ich vermute, dass wir so nochmal fahren müssen. Das war jetzt nicht schwer. Das ist alles ein mehr oder weniger Tutorial. Wir kennen es ja vom Bus-Simulator.
vom Vorgänger, also beziehungsweise von dem. Von einer Shop, wir fahren sie nochmal, weil. So, wir müssen sie nochmal fahren, weil. Und der Fahrtag noch nicht erreicht ist. Deswegen seht es mir gerade ein bisschen nach. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr kannst auch nicht nochmal fahren. Weil wir ja die Mission noch ohne Probleme dieses Ding noch schaffen wollen. Auch wenn das Spiel durchaus mal den ein oder anderen Bug drin hat, wie gesagt, jetzt mit der Mission Perfektion, das deswegen ist bekannt, wie gesagt, ich habe sofort angeschrieben, ich habe nachgefragt, wie es aussieht, weil ich hatte schon einmal ein Problem mit dem alle Haltestellen auf 5 aufwerten, das haben sie dann ja übernommen, als der Hotfix kam, der neue Hotfix ist bisher nicht da, der mir die Mission abschließen lässt, vielleicht müsste ich es doch mal neu fahren, aber eigentlich ist es kein, sollte es nicht so sein, weil eigentlich ist es abgeschlossen, ihr habt es wie gesagt gesehen. Ist halt so, aber deswegen lasse ich mich jetzt nicht lumpen und mache es mit Caesar Belly weiter. Punkt. So. Aber hier steht jetzt alle hinten einer. Seht ihr? Guck mal, im Gegensatz zu den USA. Na gut, das sind wahrscheinlich andere Regeln. In Europa ist es, oder beziehungsweise. Ich weiß nicht, ob es komplett in Europa ist, aber in Deutschland ist es so, wenn der Bus links blinkt, hat man den eigentlich reinzulassen. Das lernt man in der Fahrschule. Macht in der Praxis tatsächlich wenige Leute, also es macht immer mal wieder jemand, aber es macht normalerweise, hast du teilweise ganze Kolonnen, wo die an dir vorbeifahren, die dann, wo du dann so 3 Minuten noch in der Haltestelle stehst oder so. Wie gesagt, ich bin Busfahrer in Real Life und ich weiß, wovon ich rede. So, ja, hier zu rechts, genau. Wir blockieren mal die Kreuzung. Ich muss mal gerade ganz kurz hier jemanden wecken. Das Problem ist ja versehen nicht. Ist nicht irgendwie jemand eingeschlafen, hat er gesagt? Moin! Moin! Will ich jetzt hier den Fahrgast hier durchgehen oder was? Na klar. Ich hätte den Bus fast verpasst. Ihr seid alle hinten eingestiegen, ja. Sie mich denn schon wie? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Moin, bist du hier? Schaffen bitte? Oder was? Über. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja, okay, ich dich jetzt. Da gibt es jemand, ist ja jemand eingefällt. Aber ist egal. Halt, dann ist es so. Ja, gut, es regnet und. Ich mach mal was, ich schau mich an, sonst bekannt er wieder. Das hab ich wieder vergessen. So, da. Und die roten Gaudier wird dann nicht so lange. So, die Westspeicher. Rollstuhlfahrer. Wenn wir das richtig machen, da ist fast der Zeittag, wenn wir die jetzt abgeschlossen haben, fehlt uns noch die letzte Folge. Ich will nicht den Port Amber festhängen. So weit fahre ich noch gar nicht.
Aber Geld haben wir noch gar nicht. Komm, wir können fast das gleiche bisschen. Wir können jetzt, glaube ich, gleich unseren ersten Bus hier kaufen. So, habe ich den Rollstuhlfahrer drin? Ja. Der ist auf dein. Der dürfte ruhig mit reingerutscht sein. So, links heute schön ist die Rollschleife. Speiche. Hallo? Dürft ihr fahren? Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Der war köstlich, sag ich Ihnen. Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren. Aber ich habe in meinem Leben genug Kuchen gebacken. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheidend ist. Je frischer die Eier, desto besser der Kuchen. Der perfekte Kuchen ist fluffig wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Bitte was? Ja, Kuchen, frische Eier, wolkig, fluffig, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, mit wem jetzt geredet hat. So, nächste Stelle ist die Holzspeicher. Dann haben wir die Mission erfüllt, den Zeittag, und dann fahren wir noch jetzt runter, dann machen wir die 20 Fahrgäste. Das kriegen wir noch in den Probleme. Mission erreicht. Die fahren wir noch zu Ende schnell. Tür zu, weiter gibt's. Gewerbeplatz, Endhaltestelle. Ich hab Vorfahrt. Lass mich schon Ruhe. Ich hab Fahrbus hier. Das ist er noch nicht. Ich glaube, mit dem Aufwerten, das ist noch nicht so weit. Das kommt, glaube ich, alles so nachher. Ich hoffe nicht, dass wir wieder so eine tolle Mission haben wie beim letzten Mal, wo dann alle eigentlich schon um 5 aufwerten müssen. Das wird da wieder eine ordentliche Tortur. Das habe ich bestimmt 30 Folgen gefressen. Wenn nicht sogar mehr. So, wir halten uns mal ein bisschen an die Geschwindigkeit, weil ich habe keinen Bock geblitzt zu werden. Ich glaube, das haben wir in den Agent Shores, glaube ich, gar nicht geschafft. Mit dem Blitzen. So, jetzt halte ich schon alle Mann raus, danach ist hier die Route zu Ende. So, alle raus. Wir hauen uns jetzt die nächste Route. So, Zielspeicher und so, das ist ja klar. Ich gucke jetzt gerade, ob ich die alle raus habe. Jetzt haben wir sogar noch 97%, den hatten wir sogar nur auf 90. So. So, fahren wir doch mal einmal das Ding hier an. Ach, diese Scheißrappe. Weil wenn die draußen ist, kann ich ja dir nichts machen. Das Taxi sehe ich nicht. Jetzt habe ich das Taxi ein bisschen auf. Wenn du ein bisschen näher ranfahren kannst, kann ich rausziehen. So. So, jetzt geht es darum, auf dieser Route hier, die wir jetzt gerade fahren, das ist die Route 3, die fahren sagen wir mal 20 Fahrgäste insgesamt abfahren.
Und dann hören wir es auch. Was? Sag mal bitte nicht, dass ich noch Fahrgast vergessen habe, im Bus rauszunehmen. Ach, ganz hier hinten in der Ecke. Ganz hier hinten in der Ecke, die habe ich gar nicht gesehen eben. Das war der Fahrgast eben. Das sind die Schlafen. Ich meine, es wurde ja immer gezeigt, dass ein Fahrgast noch geschlafen hat im Bus. Und das habe ich nicht gesehen. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. So, na ja gut. Wie immer soll. Jetzt haben wir gefunden. Jetzt haben wir die Route an. Ich weiß, dass die Folge schon extrem lange dauert. Aber wie gesagt, ich versuche pro Folge mindestens eine Mission reinzupacken. Und dann gehen wir schon irgendwo hin. So. Ja, das ist die 2. Hier ist die richtige. Direkt am Anfang haben wir erstmal ein Rohr. Ach, jetzt können die, geht es schön. Kann man die schon aufbauen? Nö. Und wohin geht's jetzt? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Will ich in Port Ember festhängen. Nur schon wieder. So, warte mal. Studententicket, einfach eine Fahrkarte. Hi. Genau, der fährt jetzt rein. Ja, Tür schon zu und weiter geht die Reise. Ich habe letztes Wochenende meine Ziege zu Jasons Ziegenladen mitgebracht. Sie fand es toll. So, nächste Haltestelle ist die Südspeicher. Ich habe der Praxis halber noch, wie gesagt, zwei weitere Haltestellen mit dabei. Letztes Mal haben Sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. So. Ach, das war schon mal unser erstes kleines Vergehen tatsächlich, ja. Kurve zu den gefahren, das war ein Laternenmast. Wie gesagt, die 20 Fahrgäste, die kriegen wir jetzt hier hin. Das ist Peanuts. Wir können noch gucken, ob wir noch einen zweiten Bus kriegen. Ich sollte mal ein bisschen an Aufwandvorsicht gucken. Sam ist mein Lieblingskünstler. Ich gehe nur wegen ihm zum Festival. Das nenne ich präzises Fahren. Hey, hast du je überlegt, Künstler zu werden? Geschafft. Du scheinst ein Händchen für sowas zu haben. Ach, da fällt mir ein. Ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man neue Strecken erstellt. Das habe ich gerade schon getan, aber... Früher oder später ein ganzes Streckennetz für die Stadt anlegen.
Wow, das ist ja perfekt gelaufen. So, die neue Mission heißt verdoppeln. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Man kann neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auch in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Genau so ist es. Und das machen wir. Dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir lassen den Bus jetzt erstmal da stehen. Das ist jetzt nicht mehr... Ist jetzt egal. In der nächsten Folge. Dann fahren wir, kaufen neue Busse und dann geht's mit der nächsten Mission weiter. Bis dahin und ciao.